Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Lost Planet 3 und es geht weiter. So, ich habe, wie schon gesagt, habe ich hier umgestellt von Controller jetzt auf Tastatur und Maus, damit wir ein bisschen weniger Probleme haben, wenn es ums Abschießen von Gegnern geht. So, wir wollen jetzt erstmal gucken, wo diese tolle Station ist. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo es lang geht. Da muss ich gerade nochmal hier den Typen ansprechen. Peyton, jetzt sind wir quitt. Ich werde nicht Beifahrer spielen und lass mich lieber abschleppen. Wie du meinst. Ja, okay, das war ja nicht sehr aufschlussreich. Gut, wir werden einfach mal ein bisschen rumgucken. Ach, jetzt ist auch das Radar wieder da. Das ist ja schön. So, aha, da rechts muss es irgendwo sein. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir da hinkommen. Also ich glaube, wenn wir hier hinten rechts lang gehen, dann sollte das okay sein. So, was war hier mit Versorgung? Irgendwas ist da gerade aufgeleuchtet. Okay, irgendwie scheinen wir hier die Energie zu verlieren, dass wir hier kein Radar haben. Na gut. So, wir gehen mal hier lang. Hier flimmert was. Gucken wir mal, was da drin ist. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Natürlich, hier vorne haben wir so einen Lock. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und so, was sollen wir drücken, um das Lock ablaufen zu lassen? Ich schätze mal. Nee, okay, war es nicht. Gut, dann laufen wir mal hier ein bisschen lang. Dann sollten wir eigentlich weiterkommen. So, da hinten ist es. So, und da geht es dann wieder in den Ladebildschirm. Also die Ladebildschirme, dafür, dass sie so lange dauern, na, gibt es doch reichlich viele. Also das hätte man ein bisschen besser lösen können, aber gut. Wenn das Gesamtprodukt stimmt, dann nimmt man sowas gerne im Kauf. Wir werden es, ja, wir bilden uns einfach die Meinung über das Spiel, wie gut es ist. Und bisher hat es mir ganz gut gefallen, vor allem mit diesem Mech. Das war doch schon ziemlich lustig. So, und wir hatten lange keinen Feindkontakt mehr. Ja gut, lange ist gut, 5 Minuten. Okay. So, wie gut, dass ich es gerade noch gesagt habe. Und da kommen schon die ersten Viecher dann. Haben wir hier noch mehr? Nee. Oh shit, wo ist er? Da ist doch noch eben so ein Viech runtergekommen. Ist das an der Decke? Hey. Na gut. Ah, okay, mit RB werfen wir Granaten. Komm, der kriegt noch eine mit. So, und damit ist dann auch genug. Ja, gut, da muss ich immer gucken. RB und LB, das ist natürlich auf der Tastatur jetzt auch belegt, aber da muss ich immer so ein bisschen umgreifen. Die habe ich jetzt gerade nicht drin, aber das wird sich im Laufe des Let's Plays dann noch ein bisschen verbessern. Ach du je. So, ich bin ja schon ganz froh, dass diese Viecher hier nicht ganz so creepy sind, wie bei Dead Space. Das war teils dann doch schon
ganz schön heftig. So, und wir haben gar keine Granaten mehr. Dann müssen wir das Ding so kaputt machen. Ich hoffe, das geht. Ja. Jawohl. Also es dauert zwar ein bisschen länger, logischerweise, aber hier müssten wir eigentlich gleich wieder Granaten finden. Vielleicht sogar schon hier, jawohl. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Ach, sag mal, das sind... Die können wir aufheben. Ach, guck mal. Von den Gegnern, das wusste ich gar nicht. Stimmt, das war ja in dem Gespräch, dass wir die sammeln sollen, um uns so einen kleinen Gefahrenzuschlag zu sichern. Na gut. Ja, ich laufe jetzt nicht zurück und sammle die anderen auch noch ein. Das ist ja Blödsinn. So, wir gehen mal weiter. Sag mal, sind wir hier im Kreis gelaufen? Ja. Müssen wir durch das Ding durch? Tatsächlich. Ah, das ist super. Na, dann krieg doch mal durch, Junge. Oh, ich kann so gar nicht schießen, wenn wir so geduckt sind. Das wird gut. Ach du Scheiße. Was zum Henker? Ah, ja. Nee. Gott. So, wo kommen die Viecher her? Aha. So, das Teil da hinten spuckt die ganze Scheiße aus. So, da sollten wir vielleicht mal eine Granate hinwerfen. So, guten Hunger. Das war jetzt nicht gut. Ey, hier ist einfach so viel durcheinander und dann sind hier überall diese roten Dinger, die wir noch hochjagen müssen. So, und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass der hier hinüber wäre. Ja, Granate haben wir natürlich nicht mehr. So, und die kommen hier wirklich von mehreren Seiten. Das macht es natürlich nicht einfacher. So. So. Jetzt kommen sie nur noch von da. So, dann gehen wir hier mal flott hoch. So, was haben wir denn hier? Die Antenne. Hat das schon geklappt? Nee. Ah ja, jetzt geht's. Da
Das sollte reichen. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Gab auch wieder 1000 Credits. Damit können wir uns ja immer schöne Sachen kaufen. So. Aber ich weiß gar nicht, ob ich hier unbedingt zurückgehen möchte. Gibt es hier keinen anderen Weg raus? Ja, offensichtlich nicht. Na gut, was soll's. So, hier haben wir ja schon alles, fast alles hochgejagt. Oh, scheiße. So, komm schnell weg hier. Einfach nur weg. Nicht umdrehen, da ist schon nix. Komm, weg, 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 weg. Ah, da sind jetzt zu viele. So, komm. Lauf, 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 lauf. Was ist das denn für ein Blödsinn? Wer ruft denn da so laut? Ach, komm schon. Ey, noch einer. Na gut. So, komm, und jetzt raus hier. Wobei, wenn ich mir die Geräusche so anhöre, bleibe ich dann doch lieber hier drin. Da ist es doch nicht so schlimm. So, sind wir draußen? Oh. Treibstoffdepot, alles klar. Ja, wunderbar. Haben wir es doch gepackt? Ja, gepanzerte Akriden, das sind diese komischen, was hat er gesagt, Krabben, die da am Hinterteil so einen roten Punkt haben. Das ist der einzige Punkt, wo die verwundbar sind. Granaten, ja, für die Akriden-Spawner, die hatten wir ja auch schon gehabt. So, jetzt sind wir hier wieder. Jetzt müssen wir gleich hinten nur links rum und dann sind wir wieder da. Mayday, Mayday, Mayday. Peyton, hier Coronis Mitte, erbitten umgehend Unterstützung. Sind Sie da? Bitte kommen. Coronis Mitte, ja, hier spricht Peyton. Bitte kommen, was gibt's denn? Peyton, kommen Sie sofort zurück. Ein Sturm der Imperator-Klasse kommt aus dem blinden Sektor Nord-Nordwest auf uns zu. In 3 Minuten ist er hier. Sie müssen die Verankerungen der Basis mit Ihrem Mech kontrollieren. Seit dem letzten Sturm hatten wir dazu noch keine Zeit. Jim, kommen Sie zurück, sonst gibt's bald keine Basis mehr. Roger, Boss, ich fliege. Peyton out. Ein was? Da hast du dir einen tollen Job an Land gezogen, Jim. Ein Sturm der Imperator-Klasse aus dem blinden Sektor? Okay. Was auch sonst? So, wir kämpfen uns hier mal ein bisschen durch. Ach du Scheiße, da stehen sie alle schon in einer Schlange und warten auf uns. So, immer schön anstellen, danke. So, und jetzt schnell hier die Treppe rauf. Und hinter uns sind schon wieder welche. Super. Ach du je. Und vorne auch noch. Boah, du Mistvieh. Ach, hau ab. So, vor uns sind wieder welche, wenn wir hier gleich oben sind. So, komm rein hier. Ich wollte eigentlich Spind öffnen. Ja, betreten, danke. Jo, also Leute, wir machen hier
Was? Das sieht hier gerade alles so ein bisschen stürmisch aus. So, wir machen hier nochmal ein kurzes Päuschen und nächste Folge geht's dann direkt weiter hier bei Lost Planet 3. Und ja, wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, habe ich schon gesagt, einfach bei dem ersten Video dieses Let's Plays Daumen hoch und einen kleinen Kommentar und dann habt ihr die Chance, dieses Spiel hier zu gewinnen für den PC. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die kommt dann auch in Kürze raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann.